Wollt ihr ein Geheimnis erfahren? Diese Geschichte handelt von der Torheit. Ich kenne die Ereignisse und die Wahrheit, aber das Ende kenne ich nicht. Lasst sie mich erzählen und vielleicht finden wir es gemeinsam heraus. Wirklich nett. Monate der Planung und Gefälligkeiten. Alles ist vorbereitet. Ferelden wird lernen, dass Orlais das Spiel beherrscht. Aber nach unseren Aufträgen und einer persönlichen Angelegenheit gehört der Rest danach dir. Bist du dem gewachsen, meine Schöne? Du weißt, ich bin zu allem bereit. Ja, das bist du. Dank mir. Ich beobachte dich. Enttäusch mich nicht. Ich liebe es, wie sie geht. Da geht mir der Stein auf. Bitte. Gönnen wir uns ein wenig Spaß mit den adligen Fereldens. Sie sind so ahnungslos. Die Kunden wollen ein wenig Diebstahl. Beleidigungen. Und einen Schuss Rache. Augen auf. Wir kennen unsere Ziele. Suchen wir sie. Die Waren, nach denen wir suchen, werden in diesem Viertel gelagert. So, da wären wir also. Und damit herzlich willkommen zu einem neuen, kleinen, aber feinen Let's Play. Ich bin Pyronos und wir spielen hier zusammen Lilianas Lied. Ein DLC zu Dragon Age Origins. Ja, die Liliana haben wir ja bereits im Hauptspiel kennengelernt. Dort ist sie eine unserer Gefährten und wir haben sie in Lossering aufgegabelt, wo sie als Kirchenschwester gelebt hat. Dass sie allerdings nicht immer so kirchlich angehaucht war und eigentlich doch ein ziemliches Früchtchen war, das können wir hier erleben. Außerdem erfahren wir auch die Gründe für ihren Sinneswandel und deren Ursachen viel mit ihrer Mentorin Marjolaine zusammenhängen. Über Marjolaine haben wir ja schon einiges während Lilianas Gefährtenquest im Hauptspiel erfahren. Das Ganze wurde da schon angerissen und hier im DLC reisen wir sozusagen in Lilianas Vergangenheit, um genaueres darüber zu erfahren. Ja, bevor wir loslegen, könnten wir aber erstmal ein paar Punkte verteilen. Stufenaufstiege werden angezeigt. Nicht nur bei Liliana, auch bei ihren zwei Gefährten. Und ich denke, das sollten wir erstmal machen. Mit Liliana werde ich allerdings anfangen. Denn die ist wie im Hauptspiel auch Schurkin, Bardin genauer gesagt. Hier noch ein Attribut zu verteilen. Ja, packen wir in Klugheit. Das auf jeden Fall. Ich werde sie hier als Schurke mit zwei Einhändern spielen. Macht sich, denke ich, am besten. Zwei Talente können wir noch verteilen. Vielleicht erst mal ein ins Schlösser knacken. Also hier werden wir nicht so viele Stufenaufstiege haben, dass die Klugheit irgendwann ausreicht, um alle Schlösser aufzubekommen. So, zwei Waffen.
Streich ist schon mal eine gute Attacke. Ich werde mich nochmal umentscheiden. Unruhe nehme ich als zweite gute Attacke dazu. Das Schlösserknacken können wir später immer nochmal. So, als nächstes haben wir hier Bruder Tack, ein Zwergenkrieger. Der wird unseren Tank spielen. Als Krieger natürlich prädestiniert dafür. Drei Talente können wir verteilen. Da ist Bedrohen natürlich erstmal eine gute Wahl. Weil dadurch wird halt, werden die Gegner an ihn gebunden, so wie es sein soll. Und dann werden wir noch die anderen beiden in Waffe und Schild packen. Ja, Schildverteidigung auf jeden Fall und Schildbalance. Ein paar Stufenaufstiege kommen ja noch dazu und den Rest müssen wir dann so nach und nach auffüllen. Und die Nummer 3 im Bunde ist Sketch, der Magier, der uns als Heiler dienen wird. Gut, hier können wir erstmal nichts, aber wir haben 6 Zauber zu erlernen, zu verteilen. Die hauen wir natürlich in Heilung, Gruppenheilung, Wiederbelebung kann auch nicht schaden. Wupp. Gucken wir mal hier unten noch. Okay, Heilung haben wir schon, aber Verjüngung ist gut. Regeneration auf jeden Fall auch. Massenverjüngung lasse ich mal erstmal noch. Heldenhafte Aura wäre vielleicht okay. Schützt einen Verbündeten vor Distanzgeschossen. Ja. Einen haben wir noch über. Könnten wir auch Arkaner Schild, der ihn selbst schützt. Aber ich denke, Flammenwaffen wäre auch eine gute Alternative. Dadurch halt verursachen die Waffen aller unserer Verbündeten halt noch zusätzlichen Flammenschaden, Feuerschaden. Das machen wir so. Gut, dann gucken wir mal. Wir haben ja eine ganze Reihe von Quests hier gekriegt. Das erste, das Spiel. Erfülle deine Aufträge auf dem Markt. Nach Monaten der Vorbereitung habt ihr das orlesianische Spiel der Intrigen nach Denerim gebracht. Ihr habt für diese Nacht mehrere Aufträge, die von Rache über Diebstahl bis hin zu simplen Chaos reichen. Marjolaine ist davon überzeugt, dass du ihre Erwartungen nicht nur erfüllen, sondern sogar übertreffen wirst. Du bist nicht ohne Grund ihre Lieblingsschülerin. So, so. Und welche Aufträge dies hier also genau sind, ist natürlich auch gleich dabei. Das sind nämlich die anderen hier. Besiege Ban Perrins Wachen. Demütige Ban Perrin und seine Wachen. Ein orlesianischer Adliger will, dass ein fereldischer Ban für seine Respektlosigkeit bei einem Empfang bestraft wird. Ja. Eine Reihe gefälschter Einladungen hat Ban Perrin heute Nacht in Al-Imens Anwesen gelockt. Auch wenn Imen nicht zugegen ist, kann Perrin das Anwesen nicht einfach verlassen, ohne den Aal dadurch zu beleidigen. Demütige Ban Perrin, indem du zumindest seine Elitewache besiegst. Das sollte machbar sein, zumindest die Wachen. Ich denke mal, ihn selbst vielleicht auch noch. Werden wir sehen. So, nächste. Bring das lose Mundwerk zum Schweigen. Statuiere an Jovi Maris ein Exempel. Der Adel toleriert keine haltlosen Anschuldigungen. Jovi Maris ist nach Orlais geflohen, nachdem er mit seinem losen Mundwerk den Ruf zahlreicher Adliger beschmutzt hatte. Ein paar Sovereigns haben genügt, um dafür zu sorgen, dass er nicht wieder in seinen Unterschlupf eingelassen wird. Erteile dem Halunken Jovi Maris eine Lektion, damit seine Bestrafung als Warnung für andere dienen kann. Das klingt einfach, scheint nur einer zu sein. So dann, Diebstahl auf dem Markt. Nimm den Händlern die gestohlenen Gegenstände ab. Der Hehler Bonnie Lamb betreibt ein florierendes Geschäft mit Gegenständen, die du und Marjolaine dem orlesianischen Adel abgenommen habt. Du hast allerdings niemals zugesagt, dass die Käufer die Ware auch behalten dürfen. Ja, das ist clever. Stiehl die drei gestohlenen Sammlungen und gönne dir ein wenig Spaß mit den fereldischen Händlern. Immerhin, wie unmoralisch muss jemand sein, der gestohlene Waren verkauft, nicht verkauft, kauft. Ist praktisch eigentlich nur eine Warenumverteilung. Klingt einfach.
Marjolins Rachefeldzug. Suche nach dem Hauptmann der Wache. Zu euren Aufträgen zählt auch eine persönliche Angelegenheit. Der Hauptmann der Wache von Dannerim scheint Marjolin auf irgendeine Weise Unrecht getan zu haben. Und dafür sind sie nun auf Rache. Sie nimmt die Sache selbst in die Hand und es könnte äußerst interessant sein, zu sehen, was sie sich für ihn überlegt hat. Was auch immer es sein mag, der Mann ist zu bedauern. Hui, ganz schön viel zu lesen hier für den Anfang. Na gut, das werden wir alles abarbeiten. Das letzte klingt ja auch nochmal richtig interessant. Dann würde ich sagen, gucken wir doch mal hier schon mal. Vielleicht erstmal einmal die Map aufmachen. Ja, noch nicht viel zu sehen. Ist aber praktisch genauso aufgeteilt wie das Marktviertel im Hauptspiel. Ein Stückchen können wir ja noch vorweg gehen. Also einmal schon reinluschern hier. Sieht man auf jeden Fall schon eine Wache rumspazieren. Aber solange wir hier noch nichts Unanständiges getan haben, lassen die uns auch noch in Ruhe. Wird sich allerdings ändern, da wir hier ganz schön was zu tun haben. Würde ich aber sagen, fangen wir damit beim nächsten Mal an, weil ich muss die ganzen Taktikeinstellungen für meine Leute noch machen. Das wird sich ein bisschen hinziehen, wird ein paar Minuten dauern, das will ich keinem zumuten. Und deswegen machen wir hier an dieser Stelle Schluss für heute. Beim nächsten Mal geht's dann richtig los. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis demnächst dann. Bye bye.